Hallo und herzlich willkommen zum Technikratgeber mit Wolfgang Rudolf. Hallo und herzlich willkommen. Ich habe Ihnen ein Mobiltelefon mitgebracht, das XL915. So sieht es aus. Es ist größer als ein übliches Telefon und liegt aber auch gut in der Hand. Aber das Besondere daran ist, es ist wirklich seniorengerecht. Also nicht nur für Senioren, auch für Senioritas, muss man klar sagen. Und schauen Sie sich das an. Große Tasten, groß beschriftet, die sehr gut ablesbar sind. Sogar für mich und vollkommen ohne Brille bin ich durchaus in der Lage, so etwas zu erkennen, zu lesen und zu bedienen. So, ich habe eine Hintergrundbeleuchtung, die schaltet sich wie üblich ein, sobald ich etwas eingebe. Sie können auch das Display erkennen. Das ist wirklich groß und deutlich ablesbar. Es ist nur monochrom. Dieses nur habe ich ausdrücklich betont, weil viele schöne Farbdisplays kann ich im hellen Sonnenschein nicht mehr erkennen. Dieses Display überhaupt kein Problem. Umso mehr die Sonne darauf brezelt, umso besser kann ich es ablesen. Ganz toll. So, und das Besondere daran, dieses Telefon, das hat einmal zwei Tasten, da kann ich irgendwelche Rufnummern hinterlegen und einfach auf Tastendruck sagen, jetzt rufst du bitte da an. Und es hat diese Garantruf, diese Notruffunktion. Und da habe ich hinten eine Taste, wenn ich die 3 Sekunden drücke, dann wird von den im Telefon hinterlegten bis zu 5 Rufnummern nacheinander jeder angerufen, wenn sich bei der vorherigen keiner gemeldet hat und SMS verschickt. Und wenn sich überhaupt keiner meldet, der zurückruft, das Telefon schaltet dann automatisch auf Freisprechbetrieb, dann in dem Fall wird noch eine Notrufnummer angerufen, die ist standardmäßig auf die 112 gestellt. Müssen Sie aber klären mit Ihrer Notruf- und Rettungszentrale, ob das zulässig ist. Die kann man aber auch ändern. Also ein Telefon, welches wirklich seniorengerecht ist, das kann man immer dabei haben, das kann man immer ablesen. Und das hat natürlich jede Menge Sonderfunktionen, Uhr und Wecker und Kalender und so weiter und so weiter. Ein schönes Gerät. Man hat ein Ladegerät dabei, da stellt man das einfach rein und das Steckernetzteil wird daran angeschlossen oder direkt am Telefon aufgeladen. Das XL915 ist etwas wirklich für ältere Menschen oder für Menschen, die nicht mehr so gut sehen. Und tschüss.